Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Trails of Cold Steel 3. Beim letzten Mal sind wir hier in die Tiefen dieses riesigen Waldes gegangen und haben ein paar Blümchen gesammelt und haben dabei noch ein mysteriöses kleines Mädchen getroffen. Naja, nicht richtig getroffen, also Noreen hat sie gesehen, also war sie wohl nicht wirklich so richtig da, aber jedenfalls kennen wir jetzt noch ein weiteres mysteriöses kleines Mädchen. Super, Altina hat ja noch nicht gereicht. Ja, wir gehen jetzt einfach mal zurück, wir haben die Blumen jetzt dabei. What a pretty melody. I wonder who's performing. Ja, frage ich mich. I might know who. Elliot? Also wenn er es schon so sagt. Ich meine, fällt gerade kein anderer Geigenspieler ein. Also außer dieser eine kleine Nebencharakter, den wir, glaube ich, einmal in Keldig und dann später noch irgendwann in Bereahard gesehen haben. Wobei, das hier ist ja Bereahard 2.0. Wer weiß. Okay, wir gehen einfach rein. Wahrscheinlich ist es Elliot. Ich meine, wer soll es sonst sein? Oder? Oder liegt komplett daneben? Haben wir noch irgendeinen anderen Geigenspieler, den ich gerade vergessen habe? Oh. Wow. Yep, natürlich ist er es. Was ist mit seinen Haaren passiert? Ach, okay. Er trägt ein Zöpfchen. Das erklärt es. Isn't that... I knew it. Huh? Den kennen wir doch allesamt. Und mit allesamt meine ich, Reen kennt ihn und Altina ein bisschen wahrscheinlich anscheinend und ja, die anderen beiden eigentlich nicht. Ja, begehrt wie eh und je seine Musik. Zwinkert er mir frech zu, hä? Huh? Wait, he's... I've heard stories about a talented young musician who debuted in Heimdall recently. I take it he's an acquaintance of yours, instructor? That's right. Elliot Craig. He was part of the old Class 7, so he's kind of like your guy's predecessor. Ja, du ja auch irgendwie. Hi. Elliot Craig, ja, genau. It's nice to meet you, Yuna. Kurt, I'm Elliot Craig. I was part of the old Class 7 with Reen. He was one of the first people I met at Thor's, in fact. Stimmt, tatsächlich warst du der Erste, mit dem ich so richtig geredet habe, da. I've heard your music before, but I wasn't aware you knew Instructor Reen. It's nice to meet you. That performance was beautiful. Thank you. I'm glad you liked it. Reen was gushing all about you just last week. I guess... is Altina okay? Black Rabbit? You look so different, I almost didn't recognize you. Well, we were enemies last time we met. Also, I was wearing a highly advanced stealth suit created specifically for Black Ops missions. Ist das das, was du auch anhast, wenn du deine S-Croft nutzt? Jedenfalls sieht das ungefähr so aus halt. That's... Classified. What is with you? I didn't expect to run into you here, Elliot. Are you on tour right now? Yeah. I actually just arrived not too long ago. I plan on using the cathedral as my main base and playing concerts in the surrounding area. It's pretty lucky that it happened to overlap with your field exercises, huh? Ja, tatsächlich. Dann kannst du auch vielleicht mitkommen in die kleine Stadt, die wir jetzt noch besuchen gehen gleich. Weil ich denke, mit den Requests sind wir soweit fertig. Wobei, never mind. Okay, wir müssen noch... nach den Maschinen gucken, sure natürlich. Is. In fact, it almost seems a little too lucky. Willst du mir sagen, das ist alles gar kein Zufall? I don't know what you're talking about. Nachdem wir letzte Woche gesagt haben, dass wir hier sein werden, wahrscheinlich? Wussten wir das von der Woche schon? Ja doch, am Sonntag haben wir es ja erfahren, ne? Klar. Anyway, we've kind of got our hands full at the moment. But do you think we could meet up later? I'll give you a call when I'm free. Oh, fine by me. It'll probably have to be sometime in the evening, though. Ja, bis dahin sind wir eigentlich auch beschäftigt, okay? You see, I'm actually about to... About to what? Excuse me, Mr. Craig. The children will be here shortly. Oh, sure thing. I'm ready to start any time. I'll be teaching the kids here a little about how to play music. Ach, schön, schön. Ooh, you're gonna teach a music class? Oh, I see. I'm sure the children are looking forward to it. Also ist auch er quasi ein Lehrer geworden. Naja, nur nicht halt hauptberuflich.
You've got a special mission to do on top of your field exercises, don't you? Make sure you don't overdo it on your first day, okay? Ja, ja, Elliot. Warum weißt du so gut Bescheid, Mensch? Verdammt nochmal. He's quite a star. He just debuted and he's already gotten this popular. I hear his records are selling well too. Ah, you mean his debut album. I'm surprised you two know each other. It looks like you were able to collect the herbs we needed. You'll find the Archbishop behind in his office. Thank you again for getting those. Ja, natürlich. Let's go make a delivery. Die Quest war also auf jeden Fall interessanter, als sie klang. Also die Quest an sich war immer noch langweilig, weil wir sind immer noch nur in den Wald gerannt und haben kurz ein paar Sachen gesammelt, aber das Ganze drumherum, was dadurch passiert ist, ist natürlich schon wesentlich interessanter. Dann, ich meine, war ja bei der Quest mit der Katze jetzt auch so, die eigentliche Katzenquest war irrelevant, aber dass wir sofort ein Haus gesehen haben, ein verlassenes, wo Rewelt drauf stand und dann noch diese, ja, junge Dame getroffen haben in dem interessanten Outfit. Ja, genau, das war dann doch schon interessanter als die eigentliche Quest. Yep, here are the errand flowers, bla bla bla. Well, well, these are all in excellent condition. This many will keep us supplied for a good long while. You've been a great help to us. You have my most heartfelt thanks. It was a pleasure. We were just fulfilling our mission as part of our field exercises. Wir hatten wirklich keine Wahl, es war nicht mal eine Nebenquest. Haha, it warms my heart to see such promising young people. It's clear you've guided them well. Ach, reg dich nicht so auf. Actually, I'm just here supervising them. They did all the work for this request themselves. Du hast mitgekämpft, Rin, jetzt tu nicht so. Huh? It's Dr. Rin. Haha, I see. And you've just begun your field exercises this morning. I pray you safely finish all your tasks. Thank you. Please excuse us. Warum immer das Punkt, Punkt, Punkt? Was hast du gegen den Typen? Was hat er dir angetan? Ich krieg jedenfalls ein bisschen Geld und ich krieg Heal. Das ist eigentlich ganz cool. Ich denke, wir gehen jetzt mal aus der Kathedrale raus. Anscheinend passiert noch irgendwas. Wenn da schon ein Ausrufezeichen steht. Tatsache. Ach, wir hören wieder Musik, hä? Ach, immer noch von drin. Natürlich. Ich meine, wäre auch ein bisschen seltsam, wenn er jetzt schon fertig wäre. Sounds like they're having fun in there. I have a hard time picturing such a kind-looking guy being a member of Class 7 just like us. Was ist denn mit Altina? Komm schon. I remember seeing him back during the Civil War, but even then, he didn't look like a student at a military academy. Ja, es wohl wahr. Elliot's stronger than he looks, though. Naja, er hat halt Magie, ne? He's a close friend of mine. We went through a lot together back in the day, but he's never stopped believing in the power of music. Close friend. I don't even know what friends are. Ah, I finally connected the dots. That orange hair and the last name Craig, ja, genau. Just like a certain commander of the 4th Armored Division. Sheesh, you're pretty sharp. Well, I guess it's not that surprising you know, given who your brother is. Indeed. Huh? Anyway, what should we do next? That should complete the required requests. We have still not yet investigated the sightings. Ja, genau, das wäre als nächstes dran dann. Ich guck mal eben in meine Ordments rein. Genau, da müssen wir auch noch nach Palm gehen natürlich, aber das machen wir erst später, nachdem wir das erledigt haben. Also gut, ich habe mich nochmal ein bisschen ausgerüstet, ein paar Ordments hin und her getauscht und ja, denke ich bin jetzt bereit für die komischen, metalligen Monster mit Giergeräuschen. Was heißt Gier? Also Rädchen und so, ne? Und bla. Genau das heißt Gier, glaube ich. According to the report, a mysterious monster was spotted just beyond here. Monsters made of metallic parts, that's what the report said. It said they made sounds like grinding gears too. Genau das habe ich auch gerade gesagt übrigens. They've gotta be some sort of rare type of monster, right? Ja, Monster, bestimmt sind es Monster. We've gotta stay on our toes. Und nicht einfach Maschinen. Ihr beiden wisst natürlich Bescheid. Instructor Rin. Yeah, there's a high chance. I haven't heard anything from Major Claire just yet, but we should be careful. Understood. Hä, worüber redet ihr? Mysteriös, mysteriös. You're acting real suspicious whispering to each other like that. Oh, we're just discussing maybes and just in cases. Let's get going now.
Yuna, Kurt, make sure you stay alert. Very well. Mensch, wir meinen es doch nur gut mit euch. Wir wissen halt schon, was hier abgeht ungefähr. Ich find's auch ganz nett eigentlich, dass wir eine Person dabei haben, die ja auch schon ein bisschen informierter ist über das Ganze, mit der ich immer ein bisschen über die ganzen Sachen reden kann, die die anderen noch nicht wissen. Also schön, dass du dabei bist, Altina, das will ich damit sagen. Und auch schön, dass du die Gegner etwas umhauen kannst, ohne dass ich mich von denen anschleichen muss. Ist angenehm, weil das kann ich nicht gerade allzu gut. Okay, die Gegner sind sowieso ziemlich schwach offensichtlich, aber ja. Muss ich mir eigentlich eh keine große Mühe geben, habe ich das Gefühl. Nö, nicht wirklich. Hätte ich mich nicht mal anschleichen müssen, wenn Altina es nicht automatisch gemacht hätte. Genau. Ja, das war's damit. Wow. Hat nicht mal gereicht, um Reen ein Level abzugeben. Holy shit. Und er war halt schon fast auf dem nächsten Level. Aber nö. So. Wo muss ich denn hin überhaupt? Nein, nicht Highspeed Board. Ich denke immer, linke Seite vom Touchpad. Das wirkt irgendwie, als würde man damit eine Karte öffnen. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme. Gibt es in irgendeinem Spiel, was ich gespielt habe, auf dem linken Touchpad die Karte? Ich weiß es gerade nicht. Aber irgendwie denke ich immer darüber nach. Daran, wie auch immer, bla bla bla. Ich kann nicht reden. Dann will ich hin. Okay, dann ist hier rechts auf jeden Fall noch irgendwie eine Truhe oder so. Gehe ich von aus. Oder auch einige Monster vor allem. Ach, den renne ich mal vorbei, ne? Sparen wir uns gerade mal. Wobei, da hinten sind Wildschweinchen. Die sehen auch eigentlich recht interessant aus. Ich war gerade ein bisschen von dem Kiefer fort, gegen den will ich nicht unbedingt kämpfen. Cool Necklace. Ach, wie cool. So, ich nehme ich auch noch mit. So, will jemand? Ja, komm her. Ins Gesicht. Oh, fuck, was ist passiert? Hä? Habe ich gerade die Animation geskippt? Das war verwirrend, was da gerade passiert ist. Aber ja, das war auf jeden Fall nicht allzu gut. It's my turn. So, wie seid ihr denn so anfällig? Ihr gegen Wind? Du gegen Wasser? Habe ich alles nicht, natürlich nicht. Warum soll ich das noch haben? Ich weiß es nicht. Ach, ich habe genug CP, ich habe die gerade extra nochmal aufgefüllt im Café. Bin ich resten gegangen. Also kann ich die ruhig noch verwenden, wobei ich heute die Breakpoints nutzen. Ich weiß ja nicht, wann die Maschinen gleich runterkommen und ob ich die da nicht vielleicht noch gebrauchen könnte. Ja, mal gucken, vielleicht habe ich ja gleich noch einen guten Treffer und dann, das sind ja doch voll viele Ads da drüben. Was soll der? Weg mit euch. So, und du haust auch einfach bitte drauf da. So, danke, genau, das wollte ich. Dann kann ich zumindest schon irgendeine Order gleich nutzen, wenn ich die brauche und die könnte ich wahrscheinlich gebrauchen. Ja, wahrscheinlich dauert es noch ein bisschen, bis wir da sind, also bei den Viechern, aber das sehen wir ja dann. Oh Gott, das sind die ganz schön lange hintereinander dran, ha? Kommt schon. Holy fuck, was zur Hölle? Warum sind wir so lange nicht dran? Ja, du atmest doch mal ein bisschen. Ist okay, atmen ist gut, atmen ist gesund, sonst stirbt man irgendwann. Habe ich gehört. So, Airstrike, dagegen seid ihr noch anfällig, ne? Na, du bist eh fast tot. Was ist mit dir? Auch. Dagegen seid ihr anfällig, nicht dagegen. Toll, nee, das bringt mir dann doch nicht so viel, dann never mind that. War ein bisschen später, hätte ich früher drüber nachdenken können, ha? Wahrscheinlich schon. So, das war sehr, sehr schick. Ich die alle weggehauen habe und ich jetzt auch noch ein bisschen ins Gesicht. Ja, komm, beenden wir's. Das Wildschwein wird mir jetzt keine Probleme machen alleine. Warte mal, verbrennt? Ja, sie verbrennt. Ha. Aber nicht mehr, denn der Kampf ist jetzt vorbei. Ja, es geht uns allen gut. Und du hast auch dein Level abbekommen. Ja, hat ja auch echt nicht mehr gedauert eigentlich. Bisschen lächerlich, dass du es nicht schon früher bekommen hast, jetzt gerade bei dem anderen Kampf. Ich will gerne heilen. Ich will immer noch einen Heal Quartz, glaube ich, geben ja dir anscheinend. Dann, nee, das Curia ist für, genau, für Ailments. Reicht das? Das reicht. Tiara brauchen wir noch bei den meisten gar nicht. Okay, gut, renn ich mal weiter. Ja, die kleinen Viecher hier lasse ich halt echt liegen einfach. Und da hinten sehen wir die große Burg, die wir auch schon auf dem Hinweg gesehen haben, die total cool aussieht. Wait, what the heck? That place is huge. Oh ja, auf jeden Fall. That's the Imperial Army's Drek'nor Fortress. I had no idea you could see it this far out. Und können wir davon nicht auch irgendwie ein Foto machen? No need to concern yourselves with it. Das war im Petroleum-Bildschirm zu sehen halt. Wie? Am Arsch, da gehen wir auf jeden Fall noch hin. Also ich meine, das ist ja auch auf der Karte zu sehen. Ich meine, alleine das heißt ja schon, dass wir da noch hingehen werden, denke ich mal. Naja, so ziemlich jedenfalls. Okay, vielleicht gehen wir nicht überall hin, was auf der Karte zu sehen ist, aber kommt schon. Ihr zeigt mir doch nicht diese riesige, krasse Burg und sagt mir, ja, nee, da gehen wir jetzt aber nicht hin. Erst im vierten Teil. Okay, das könnten sie halt echt machen, dass wir erst im vierten Teil da hingehen. Aber das würde mich jetzt echt anpissen, weil da will ich schon ziemlich gerne hin. Weil die sieht schon ziemlich cool aus. Naja, okay. Warte mal, ist es hier? Sind wir schon da? Ah,
Ich glaube, das muss schon hier sein. Gut, ich denke mal, da hinten kommen wir nur... Ich guck kurz nach. Bevor ich mich hinterher darüber ärgere, hier komme ich nicht weiter, oder? Nein, okay, natürlich nicht. Auch hier ist sogar noch eine Truhe. Gut, dass ich nochmal vorbeigeguckt habe. Sogar Reviving Baum dabei. Den kann ich gebrauchen, den verschwende ich auf das ein bisschen. Ja, ja. Nehmen. Ich brauche das Zeug, tatsächlich. Ich habe gar keins bekommen, gar kein Zepf. So ein Mist. Also, ist hier irgendwas? Sieht gerade noch nicht danach aus. Was? This is spot in the report? The point just off the Sutherland Highway, 50 cell from St. Arc. In regards to distance, it should be correct. I don't sense any monsters, which means... What is going on already? You two have been acting weird this whole time. It seems you have some idea about these monsters' true nature. It is not a matter of ideas, but more one of probability. A monster made of metallic parts that makes sounds like grinding gears. There are other things it could possibly be, but odds are... Bindestrich, Bindestrich. Ja, da sind die Geräusche. Sie sind doch hier. Is that... We were correct. Yeah, Class 7, prepare for battle. Archaisms. Meine guten alten Freunde. Mechanical monsters? No way! Are these the things that were brought into Crossbell? Yeah, autonomous weapons developed in secret by Ouroboros. Ach, in Crossbell sind die auch aufgetaucht, hä? Gut zu wissen. Archaisms. These are Phalanx J9S. Mass-produced mid-sized assault models. S-Walt models natürlich, wollte ich gerade sagen. Gut, okay, da kommt es auf uns zu. Watch out. This is a tough Los geht's. Not in my watch. Und ich cover dich direkt. Keine Sorge, dir passiert nichts. Nur den anderen und wir brennen alle. Ah, super. Aber wir haben ja Curia. Das gilt ja auch für alle, also das kann Yuna gleich mal machen. Und wir ordern vielleicht auch direkt irgendwas. Eine gute Frage, was jetzt? Was macht das hier? Cast Time 0. Formation Focus on Arts that negates Casting Time. Das heißt, für 6 Runden, also für 6 Züge, kann man dann, ja, Zero Arts nutzen quasi. Also nur, dass es halt trotzdem EP kostet, aber trotzdem. Das ist krass eigentlich auch. Nur habe ich leider noch keine guten Arts oder auch keine Person, die irgendwie gut darin ist, Arts zu nutzen. Also zumindest nicht so, wie ich sie gerade, ja, benutze, die Charaktere. Von daher bringt mir das nicht allzu viel, weil ich habe halt auch kaum Slots für Augments. Von daher kann ich halt kaum Zauber mitnehmen. Ja, will ich eher defensiv gerade spielen oder eher aggressiv? Ich meine, 50% Damage Reduction ist halt schon wieder krass, ne? Und halt auch ein bisschen, das bisschen, was wir gerade Schaden genommen haben. Ja, so gut, ja, mach das mal. Vielleicht kann es sicherer, vor allem, wenn wir gerade noch brennen. So, probieren wir mal Gale. Komm, mal einfach Gale. So, sogar ein kritischer Treffer. Und direkt wieder einen Brave-Punkt dazu auffüllen. Können wir nämlich gebrauchen, die ganzen... Alles, was wir kriegen können davon. Ich würde eigentlich gerne direkt weiter impeden. Nicht impeden, delayen. So. Der ist auch gleich schon gebrochen. Perfekt. Und du kannst jetzt mal Curia nutzen. Hier. Genau. Dafür wäre es vielleicht... Ach, das ist nur für eine Person. Oh, in dem Fall, nee. Dann benutze ich lieber einfach Curia Bomb. Davon habe ich auch 32, mein Gott. Das gilt auch gar nicht mehr so lange, das Feuer. Ja, da kann ich es auch eigentlich fast drauf lassen, ne? Ja, komm, mach zumindest selbst noch 2 Runden Feuer. Aber bei den anderen lohnt es halt echt nicht mehr. Das ist ein bisschen Schaden, was wir dadurch noch kriegen. Meinetwegen. Und wir beschützen sie wie immer. Gut gemacht, das macht eh kaum Schaden, mein Gott. Okay, wir nehmen ja auch nur halben Schaden gerade jetzt. Gut, ja, ich würde sagen, mach das mal drauf, dann ist der erste gebrochen. Ja, und ist eh auch fast tot. Okay, ja, nee, das ist gerade nicht so das Problem hier, der Kampf. Wir dürfen jetzt auch mal aktiv angreifen hier. Ich mache mir nur um Colt gerade vielleicht ein bisschen Sorgen noch, aber der Rest, kein Problem. Rush, rein da. Nächstes Mal, ja, alle sind gebrochen, oder? Ja, alle sind gebrochen. Und auch alle fast tot. Du brennst halt gerade. Das ist ein bisschen blöd. Ja, komm, heil dich. Also heil dein... Oder... Ja, mach zumindest das hier. Ich glaube, das ist sinnvoller gerade. So. Mein Gott. So, ein bisschen Schaden rein, meinetwegen. Aber dann bist du jetzt außerhalb des Gefahrenbereichs. Auch falls sie nochmal angreifen gleich. Aber eigentlich... Sollte ich es aber jetzt zu Ende bringen können. Das war doch jetzt noch nicht alles, oder?
Da sollten wir echt nur diese paar Viecher hier besiegen. Okay. Stimmt. Uns wurde ja auch gesagt, dass es drei Positionen gab, wo diese Monster gesichtet wurden. Wahrscheinlich war das jetzt einfach nur der erste dieser Kämpfe dagegen. Und wir werden noch ein paar mehr treffen, die noch ein bisschen stärker werden könnten. So, Level up und Level up. Sehr schön. Gut. Ja, das war echt noch nicht so schwer. Das war noch sehr im Rahmen. I heard about this from Eula, but... Battle complete. No further hostiles detected. Good job for making it through, everyone. Wait, more importantly, what are the Society's weapons doing here? The mysterious organization that acted behind the scenes during the Erebonian Civil War. Does this mean they intend to take action once more? Natürlich wollen sie das. Possibly, but we can't be sure just yet. Es könnte auch jemand anders sie benutzen, theoretisch gesehen. It's rumored they've been selling their archaisms on the black market, genau. Das haben wir schon öfters, glaube ich, mitbekommen. There are also reports that archaisms released during the Civil War are still active. So it's difficult to determine where precisely these came from. I see. So that's what Instructor Claire looked so serious about. Hey, looks like you bagged yourself some big game. Wer ist diese booming voice? Hä? Your, kenn ich dich? Soll ich dich kennen? Wow, these things really had a number done on them. Der kommt mir gerade gar nicht bekannt vor. Tut mir leid, falls ich ihn kennen sollte. You guys take him on all by yourselves? Ja schon. Yeah. We had a bit of trouble, but we managed to defeat them in the end. Looks like you all got the same uniform on. You guys those students from Thor's? Heard you came here for your field exercises or something like that. You know who we are? You are well informed. Yeah, gathering info is part of my job. Bist du ein Bracer oder so? Hey, you guys are pretty impressive. That school of yours must be a pretty good one, huh? Rin, wer ist das? Ich glaube, du kennst ihn. Sag was. Yeah, I guess so. We still have a lot of training ahead of us, however. We're Class 7 Special Operations from the Thor's Military Academy's branch campus. I'm one of the school's instructors and these are my students. And you are? Okay, du kennst ihn doch nicht, never mind. Oh. Wirkte gerade so. Think of me as a hunter of sorts. Monsters are a little outside my scope, but if I'm called in to take care of one, I'll round up my pals to help. Okay, dann ist er wohl doch kein Bracer. Heard some rumors about these ones, so I came to check them out. Didn't think they'd be machines, though. They're called archaisms, yeah? You know about them. Where did you get that information? Just heard some weirdos let a bunch of them loose during the Civil War. Yep. It's quite the hot topic in my circle. Sollte eigentlich mittlerweile keine Geheimnis sein. Ich meine, das hat man doch wohl mitbekommen, oder nicht? Just like we thought. So, they've been wandering around in the wild since back then. Well, looks like you cleaned up pretty good here. I think I'll check out some other spots. Unless... You guys hunting these things too? Ja, irgendwie schon. Du kannst ja mitkommen, wenn du willst. Yeah, it's part of our field exercises. If something urgent comes up, let us know. About the archaisms or anything else. We might be able to help out, either with information or assistance in battle. That'd be great. Thanks for the offer. Well, I'm off then. Happy hunting. Hat sich echt nicht vorgestellt. Oh, thanks. Take care. Huh. Gut, dann kennen wir wohl wirklich noch nicht. Dann liegt es immerhin mal nicht an mir, dass ich seinen Namen vergessen habe oder sowas. Das passiert ja öfters. Nö. He was a pretty funny guy. Er hat nichts Lustiges gesagt. Gar nichts. Was meinst du? He was big but super laid back, so he didn't seem intimidating. He didn't appear to be a martial artist. He called himself a hunter. Perhaps his specialization is in trapping. Trapping. Let's check around to make sure there aren't any other archaisms. We'll search as one search radius from here. Sure, okay. Recommencing search. Gut, dann gucken wir halt eben noch da hinten in die Ecke, wo er gerade herkam. Ich meine, dann wird er wohl hier sein, oder? Ist er verschwunden einfach? Okay, ist wohl einfach verschwunden. Oder ist er da runtergesprungen oder so? Ja, scheinbar schon, ne? Oder was war da unten? Dead End? Wait, something's weird. Ja, ich weiß. Ich ist schon offensichtlich, oder? This is the direction that guy came from. What? Was denn? Yuna?
going on? Warum guckt ihr den sie an und nicht nach unten? Das sind noch wesentlich mehr von denen. Tatsächlich. Yes, in such a huge pile. They're still smoking. Aber Rauchen ist ungesund. Just as I thought. What do you mean it's just as you thought? Who was that guy? Could he be from the society? No, nein, das nicht. It wouldn't make sense for someone from the society to destroy their own archaisms. Yes, they only got everyone. The way he was talking, we'll probably run into him again as we head towards Palm. Oh, right, there were two sightings over there. The chances are high those monsters will be archaisms as well, ja, natürlich. Well, thanks to all your hard work, we've already completed all our requests, ja, genau. Also können wir gerne jetzt darüber. Seems we should be on high alert. Das sollten wir wohl. Aber, Rin, was denkst du denn? Was denkst du denn, wer das ist oder was, wozu der gehört? So was von einer Gruppe. Ich habe nämlich gerade absolut keine Ahnung. Aber gut, ich könnte ja einfach schnell reisen, das gibt's ja auch tatsächlich. Also, nutzen wir das doch bitte einfach. Nicht so wie in den ersten beiden Teilen, wo ich es immer wieder vergessen habe und ignoriert habe. We're finally back at St. Arc. So, what should we do now? We've completed the request from the cathedral. The required request in St. Arc should now be complete. I believe we can head to Palm now, genau. Ja, das hatten wir sowieso vor. Well, we finished all our other requests, so I think we're safe to head out. Then we'll head to the station as soon as we're ready. So Station? Warte mal, fahren wir dahin? Understood. Ja, nee, ich glaube, ich will nichts anderes mehr erledigen. Ich meine, was ist da vorne los? Hallo? Was geht hier ab? Ist das der Bahnhof? Ja, people are gathered in front of the station. Scheinbar werden wir wohl nicht einfach Zug fahren können. Vivi, kannst du irgendwas darüber erzählen vielleicht? Let's go see. Ja, wir sind dabei. Also ich bin dabei. We're currently investigating the situation. Please wait just a little longer. I smell quite a fishy scoop. Ach nein, dass Züge mal nicht funktionieren, ist eigentlich nichts Besonderes. Also das kann jederzeit vorkommen, auch ohne Grund. Vivi. Oh, it's Rin and his little pals. Did you finish your investigation thing? Yeah, in St. Arc anyway. More importantly, what happened here? Well, seems like there was a derailing accident in the direction of Palm. Ach ja, alltäglich, alles gut. A derailing accident? Is everything alright? Dunno, I just got here myself, so I don't have much more for you than that. They said until the issue is fixed, all trains bound for Palm are cancelled. Ah, super. Da müssen wir wohl doch zu Fuß laufen, aber gut, ist ja auch nicht so weit. Well, gotta go. I need to dig up some new info somehow. See you later. Ja, das war doch zumindest schon halbwegs hilfreich. Was aber nicht so hilfreich ist, ist halt wie gesagt die Tatsache, dass die Züge nicht funktionieren. A derailing accident. I hope no one was hurt. That's kind of worrying. Indeed, what shall we do, Instructor? Seems like we've got no other choice. It'll take us well, but I guess we're walking. We need to see to this request from Palm after all. It's extremely inefficient, but I see no alternative options. Well, hello there, members of Class 7. You seem to be in a bit of predicament. Wer auch immer das ist, the refined voice, du. Hallo? Ach, der Butler. It's you, from the mansion. Celestin, what are you doing here? I have come here at the Marquis's behest. Once your business in the city here is concluded, please meet me at the southern gate. Arrangements have been made. Fährst du uns hin, oder was? Ich meine, die werden wohl ein Auto haben. Die sind reich und so. Auch wenn ich hier kein einziges Auto in der Stadt gesehen habe. Aber es gibt Autos, von daher, vielleicht haben die ein Auto. I'm not sure, but it seems like Marquis Hyams has set something up for us. Gut, ja, ich bin immer noch bereit, also können wir gerne direkt dahin gehen. Aber ja, ein derailing accident. Ob das wohl wirklich ein Unfall war? Oh, die Stadt wurde geupdatet, weil es jetzt abends ist, oder was? Was soll das denn heißen? Heißt das jetzt, sind hier neue Sachen? Willst du mir das gerade sagen? Am Arsch! Ich habe alles schon erkundet, ich spreche jetzt noch nicht normal mit allen Leuten. Nö, ich guck vielleicht mal ganz kurz in der Gegend rum, ob da irgendwo ein wichtiges Event ist oder so. Aber sieht eigentlich nicht danach aus. Was mich interessieren würde am meisten noch, weil das ist die einzige, ja, Storyline in der Form, die wir irgendwie
schon mitbekommen haben, ob es sich hier was verändert hat. Weil da hinten ist ja irgendwas los mit der Frau, die krank ist und so. Mit deiner Mutter halt. Father, watch! Fan with Thief B! Ja! Was hast du mit Fan with Thief B? That's a character from a picture book. Timothy, stop running around, you have to be well behaved. No, no, Father, please play with me more. Yes, I will. This is too much. Ach, komm schon. Schau dich nicht so an. I can't play with him the way my wife does. They're noisy and unpredictable. I'm just not good at caring for kids. Es ist dein Kind, for fuck's sake. Then for my wife's medicine. My wife has fallen ill. I need to go to the cathedral to get her medicine. Dann ist ja gut, dass ich denen auch ein paar Blümchen besorgt habe, die sie vielleicht dafür auch brauchen. Wer weiß das schon, ich nicht. Gut, aber ich denke sonst... Brauche ich gerade nichts mehr, wir können gerne rausrennen hier. Ach, Pferde! Pferde, wirklich? What beauties! Indeed, they are lovely horses. Of course, his lordship keeps horses from Nord. Ach, vom Nord. Ja, ich habe auch gerade nämlich an Nord gedacht, weil das war der einzige Ort, an dem wir bisher reiten konnten. And he's offered them to you after considering the incident from earlier. That's very kind of him. Thank you, Celestine. I've never seen a horse so up close before. They are so majestic. Are they okay with strangers riding them, though? They look well trained enough that I doubt it'll be a problem. Yeah, they are both excellent horses. I'll take this one. So, are you comfortable taking a lead with the other one, Kurt? That's fine. Oh, come on. I want to do it. I'm sure you do, but that's a lot to ask of a beginner. Sit behind me and I'll show you what to do. Behind you? I don't know if I'm cool with that. Yeah. Well, it doesn't matter with me. You'll just be riding with the instructor instead of me. Never mind, I'll review. Oh man, komm schon. Okay, let's go. Alright, no time like the present. Ach, Yuna, ach du. Up, there we go. Yes, this is a very good horse. Oh, you get a nice view on one of these guys. Interesting, so this is how you sit on one. We should be able to reach Palm by noon. True, but we are better off heading to the field exercise camp first. Okay, dann machen wir das mal, wenn wir schon dabei sind. We'll make great time too, so we can always head back to the city if there's anything more we need to do. Gut, perfekt. Ich denke mal, da gibt's nichts Interessantes. Ja, mit R1 kann ich dashen. Ja. Genau. Okay. Alles nicht so kompliziert. It's better to travel to the camp on horseback at the moment. Ja, in Ordnung. Was macht Vivi hier und was ist das für ein Fahrzeug? Sieht aus wie Feuerwehr, aber ich glaube, das ist es nicht. Hey there, are you guys headed over to the place the accident happened? Think you've got room for a little me? Whoa there, Missy. I mean, I don't know if it's okay. I don't really think they want reporters there, so... Trying to ride with some mechanics, eh? Vivi sure is tenacious. It will be troublesome if she drags us into. Let's go, Instructor. No doubt. Ja, sie wird auf jeden Fall herausfinden, was es damit auf sich hat mit diesem Unfall. Der bestimmt kein reiner Unfall ist. Da bin ich mir sehr sicher. Beruhig dich. Stop getting so worked up. Easy now. Don't let go. Oh Gott. Yahoo. You don't have to force yourself to be as excited as Yuna. So cute. Oh mein Gott, Altina war noch nie so cute. Das war toll. Bitte mach das öfters, danke. Okay, wir sind erstmal hier. Das, ja, genau. Dabei belasse ich es einfach erstmal. 12:50 Uhr. Mein Gott, ist erst so wenig Zeit vergangen und wir haben schon so viel erlebt. Unfassbar eigentlich. Ich meine, wobei, wir sind ja um 7 Uhr angekommen, ne? Das waren dann ja schon... Ja, über 5 Stunden. Und was macht ihr hier so in der Zeit eigentlich? Ich meine, ihr macht ja relativ normales Training dann wahrscheinlich, ne? Warum seid ihr überhaupt hier dann? Wenn ihr nicht auch bei irgendwas in der Gegend hier helft oder so?
Oder macht ihr auch irgendwas Wichtiges, was ich nur gerade nicht weiß, weil ich nicht so intelligent bin und clever und so? Ich weiß ja nicht. Huh, didn't think there'd be archaisms walking around here. And that old guy is definitely not just some random dude. Sondern? Yeah, he seemed easygoing, but that just made him even more unpredictable. Am ersten Mal fand ich es noch ganz nett von ihm, dass er so war. But since he destroyed those archaisms, I don't think he's from the society. Ja, das nicht, aber zu irgendeiner Gruppe gehört er bestimmt. There's a chance those archaisms were set loose back during the Civil War, yeah? Yes, there are a few reports here and there about rogue archaisms. Because of that, it's still too early to determine that the society is involved here. We have two more reports in the pump area too. We should be on high alert. Yeah. By the way, where's Instructor Michael? Oh yeah, he's usually lecturing us right about now. Is he dealing with the Dwelling incident perhaps? Yeah, actually, he said he was going to check the scene. It seems to have been caused by a falling rock. Fortunately, there weren't many injuries. Von einem Stein also. Ich dachte, vielleicht waren irgendwelche Archaisms auf der Strecke oder so, aber... Ja, vielleicht hat trotzdem den Stein halt jemand dahin geworfen, absichtlich. Damit das passiert, um irgendwas aufzuhalten. Um uns aufzuhalten. I see, that's a relief. The derailing incident, huh? That happened in Crossway before too. Yeah, a lot of people got hurt pretty bad. Anyway, seems like Class 7's working pretty hard. Haha, it certainly does. I'm glad to see you all doing so well without having to rely on your instructor. Haha, you really think so? I suppose. Well, we've still got plenty of work ahead of us. If you compliment them too much, they'll get reckless, so try to keep it in moderation, okay? Hey, don't treat us like we're a bunch of little kids! Your comment is unnecessary, we will not lower our guards for any reason. Ja, ja, sag dir so, aber... Mach ich persönlich halt schon immer, wenn ich merke, oh, die Gegner sind alle so schwach, ich bin ja so gut in diesem Spiel, dann, ja, genau. Dann kriege ich das meistens recht schnell zurück, mit stärkeren Gegnern. I feel like I'm beginning to see, just how and for what purpose Class 7 was created. What? Oh, yeah? Huh. We're tasked with scouting the area around camp and responding to requests from civilians. Those scouting for enemies and improving local opinion were given as the reasons. The true purpose is to have us perform tests the Bracer Guild would otherwise do, correct? Achso, das meinst du. Ja, ja, das ist, das sollte Class 7 im ersten Teil auch schon tun, tatsächlich. Wow, not that you mention it. The Bracer Guild. An organization devoted to maintaining peace and order for civilians across the continent. Though branches exist in the Empire, their operational ability is currently heavily limited. Well, hearing all that sure does give me a bit of deja vu. Yeah, back when I was in school, they had us do the same thing and called it field studies. Yeah, statt field exercises, genau. I made the same connection you did, but I'm impressed you were able to do it right off the gate like that. Ich meine, ihr habt's doch auch schon nach der ersten Field-Study gesagt, oder? It's nothing special, I simply happen to notice. I can only assume the one who put together Class 7 was none other than Prince Oliver Arnor. The eldest prince in the Imperial family. One who has given up all claim to the throne. Oh, you got that one too, er ist echt gut dabei. Well, it makes sense, the vendors were responsible for guiding the prince, yeah? Ah, so you knew about that, Instructor Randolph. It was my older brother Mueller, to be specific. I've heard that His Highness has connections with some members of the Bracer Guild. Ja, das könnte man so sagen. Ich weiß auch noch nicht so ganz genau, inwiefern, aber... Ich spiele ja noch Trails in the Sky weiter. Dann finde ich bestimmt noch mehr darüber heraus. Vielleicht. So when Thor's main campus was remade this year... His Highness created the branch campus and the new Class 7 as his final act before resigning. Oh wow, oh wow. Also ist das jetzt quasi der Ersatz für das, was Thors eigentlich sein sollte, weil das eigentliche Thors mittlerweile nicht mehr so unbedingt das ist, was es sein sollte. Oder? Verstehe ich das richtig? Am I wrong? No, that's right. Though I wasn't told those exact things, I can't imagine any of them are too far off the mark. I see, so that's what happened. Prince Oliver.
didn't know there was a person like that so high up in the Empire. Yes, he's a very honorable person. Though I suspect this may have been more of an act of self-satisfaction on his part. Wait, but we're supposed to be learning from what Braces do here, right? I don't know how things are in the Empire, but Braces are heroes. I know that, of course, perhaps as well as you. But reality is another matter. Currently, most of the guild branches in the Empire have been closed down, yeah. Irgendjemand hat was gegen Brace, and eine ganze Menge Leute irgendwie. As for those who supported the guild, such as Prince Oliver and the Radiant Blade Master. They and everyone else who shares the guild's ideas are powerless in Erebonia right now. So if Claire 7 is part of this powerless group of supporters, ja, dann ergibt es Sinn, warum wir ein Mülleimer sind, nicht wahr? Irgendwie. Wouldn't you agree our being here is nothing more than the result of the prince's self-satisfaction? Kurt. Huh. I've said it before and I'll say it again. You're certainly sharp. But isn't there one thing you're forgetting? Huh? What would that be? Regardless of His Highness's intent, Class 7 Special Ops missions are acknowledged from every side as a formal curriculum of the branch campus. Ja, das heißt, wir sollen das wirklich tun, auch wenn die Bracer-Gilde verboten ist. Wir sollen das tun, offiziell. The Principal, Professor Schmidt and the Imperial Government were all involved in establishing the new Class 7. It's possible each of them only thinks of us as pawns. So it's possible the Prince's self-satisfying act was nothing more than the trigger for being here. Are you telling me it's even worse than I thought? Ja, so wie Ruin es gerade ausdrückt, klingt das irgendwie noch schlimmer. I'm telling you not to make assumptions. There are always two sides to everything. Mindestens zwei, manchmal auch mehr. You're smart, but you tend to overthink things. Think about everything you've done today. Why are you trying to cast such a negative light over your accomplishments? Ich meine, wir haben Leuten geholfen. Komm schon. I agree with Instructor Reen, actually. Und das muss schon was heißen. Everything we did was worthwhile and we were able to get some valuable information, so I don't think it was a waste. Perhaps it is still too early to come to a conclusion. I remain unconvinced, but I'll stop my complaints for now. Either way, if it is my duty as a student of the branch campus and as a vendor, I shall give it my all. That should be fine for now. You probably don't want to be told this by me, but you need to find what lies beyond that on your own. Understood. I'm still worried about Junie joining Class 7, but it seems pretty interesting, the instructor included. Right? Das sind also gar keine Gedanken, sondern leises Gemurmel, wenn da Klammern drum sind. Ah! Oh wow! Deswegen höre ich die Sachen, obwohl ich das nicht selbst bin. Vielleicht? Ach, was weiß ich denn? Gar nicht mal so viel, ich spule mal ein bisschen vor. Bietet sich ja ganz gut an für sowas. So. Toller Highspeed-Mode. Ich mag den Highspeed-Mode wirklich gerne. Vor allem, weil man damit auch nicht skippen kann. Also, ich kann das ruhig irgendwie anschalten, um die Kamera vor und vorzuspulen, ohne dass dann direkt aus Versehen die Dialoge geskippt werden. Was mir ja öfters mal passiert ist in den vergangenen Teilen. Now that we've reported everything, let's get back to our Special Ops Missions. Ja, ich bin bereit. Wir wollen nach Palm aufbrechen jetzt. Mit unseren Pferdchen. That said, I still have much to learn. I'm not even halfway to being skilled enough. From now on, I mustn't hold back at all. Escroft! Ja, Ragnar Strike. Die können wir uns also auch bald angucken. Ich freue mich. Aber ich würde sagen, bevor wir dann nach Palm aufbrechen, beende ich an dieser Stelle erstmal den Part. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, wie immer. Und dann, ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.